irgendwann den Klebereis kommt. Dafür brauchen wir einen unteren Topf, ein Töpfchen, das ist besonders für den Klebereis. Jetzt sehen Sie, was Kochutensil ich habe. Und hier drin habe ich den Reis, den Klebereis, das muss man in Wasser einweichen lassen, mindestens 3 Stunden. Also praktisch 3 Stunden vorm Kochen müssen Sie dann vorbereiten. Das habe ich schon fertig gemacht. Jetzt lernen wir 2 Sorten Reis kennen. Auf der linken Seite ist der Klebereis oder Kaoniao. Und auf der rechten Seite ist der Duftreis oder Kaojiao. Zuerst sortieren wir die Unreinigungen und Steinchen aus. Dann waschen wir den Reis. Wir versuchen hier, dass die Reiskörner nicht zu viel aneinander reiben, sonst verlieren sie die Vitamine. Zuletzt lassen wir den Reis mindestens 3 Stunden einweichen. Es gibt verschiedene Bambuskörbe zum Reisdämpfen. Heute habe ich 2 Beispiele. Und jetzt legen wir das los. Wir fangen mit dem Wasser an. Wir gießen das Wasser da rein. Jetzt haben wir das Wasser drin und die Menge von Wasser sollte 1/3 vom Topf sein. Wir kochen das Wasser und dann bekommen wir den Dampf. Wenn der Dampf hochkommt, sollen wir das Körbchen draufstellen und dann 20 Minuten dämpfen lassen. Und Sie dürfen nicht vergessen, die ganze Zeit 20 Minuten Deckel zuzulassen. So, jetzt sind die 20 Minuten vergangen. Diese Methode habe ich in meiner Kindheit gelernt. So machen wir, um den Dampf vom Reis rauszulassen, damit der Reis nicht zu feucht und klebrig wird. Ich habe die Box hier vorbereitet, mit dem Stoff ausgekleidet. Jetzt haben wir den Klebereis zum Essen. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.